In Lissabon hat die muslimische Gemeinde obdachlose Menschen in die zentrale Moschee der Stadt zu einem Weihnachtsessen eingeladen. Es kommen auch Leute zu uns, die alleine leben und die den Abend hier in einer ökumenischen und friedlichen Atmosphäre verbringen wollen. Warum trägst du Handschuhe? Weil ich meinem Vater helfen will. Was möchtest du machen? Das Abendessen servieren. Ich erfahre hier die Zuneigung, die ich in der Familie lange nicht bekam. Ein gedeckter Tisch, nette Worte, ein warmes Essen. 80 bis 90 Leute sind hier bei uns, aber nach dem Essen ist der Abend nicht vorbei. Danach gehen wir raus, um Essen an diejenigen zu verteilen, die nicht zu uns gekommen sind. Ein Weihnachtsabend für alle, egal welcher Religion sie angehören. Nächstenliebe in die Tat umsetzen.